geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder von der Oberschwaben-Map im Let's Play. Und heute mit einer weiteren Folge. Yogi probiert sich aus. Ich glaube, das trifft es am besten. Denn ich habe zwei Punkte auf jeden Fall, die ich noch nicht gemacht habe, die ich hier versuchen will. Einerseits Kartoffeln. Da habe ich so ein bisschen eine Vorstellung. Aber auch so wie jetzt im letzten Video am Ende kurz angeteasert, habe ich mir gedacht, wir wollen heute mal aufforsten. Ich habe da eine kleine Idee, wenn wir da mal ganz kurz hier rüber schauen, und zwar zu dem Waldgebiet hier oben. Und dazu versuchen wir heute mal das mit diesem Kollegen hier. Ich weiß nicht, wie gut es funktioniert. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht. Legen wir los. Fangen wir es an. Ich glaube nicht, dass man da so ein brachiales Gerät benötigt. Deswegen nehmen wir einfach mal den Kollegen hier. Machen wir mal das gute Stück an. Denn wir benötigen natürlich für unsere Heutrocknung, brauchen wir ja die Hofheizung. Und die Hofheizung können wir mit Pellets betreiben. Und was wäre denn schöner, als ein eigenes kleines Forstgebiet zu haben. Ich könnte jetzt natürlich ein fertiges kaufen, ne? Gar keine Frage, aber wir wollen es ja ein bisschen anspruchsvoller haben hier. Deswegen machen wir es mal wieder typisch Yogi. Einfach kompliziert. Ne? Einfach kann jeder. So. Ich weiß nicht, wie schwer das Ding ist. Werden wir gleich sehen. Es wäre na klar blöd, wenn das Ding hier jetzt gleich genau das komplett nach unten zieht. Ich teste es erstmal. Seid ihr bereit für einen kleinen Wheelie? Bisschen hat er gerade einen Nasen aufgestrickt. Habt ihr das gesehen? Muckersegele. Okay. Also soweit, so gut. Dann benötigen wir die Ballengabel. Habe ich gerade gesagt, die Ballengabel? Ich meinte, na klar, die Palettengabel. Alles recht eng hier und verzwickt. Also man merkt auf jeden Fall einen großen Unterschied bei diesem Teleskoplader. Er ist verhältnismäßig hoch. Ich mag es immer wieder, dass ich hier und da so ein bisschen den Kopf einziehen muss. So. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding beladen wird. Ich weiß, ich hätte mich jetzt wieder vorher damit beschäftigen können, aber ich will einfach authentisch mit euch sein, Freunde. Und seien wir ehrlich, ihr habt wenigstens immer was zu lachen, wenn irgendwie was schief läuft. Aber ich entdecke halt gern das Spiel während dem Spielen und nicht vorab. Wisst ihr? So, guck mal, das läuft ja schon mal. Jetzt hoffe ich mal, dass es so läuft wie bei jedem x-beliebigen Gerät. Dass wir das einfach hier mit der Taste R befüllen können. Jawohl. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann haben wir doch das schon mal. Bevor wir loslegen. Machen wir noch ein Sambi. So. Ich muss unbedingt mal noch meine Maus irgendwie anders machen. Ich merke nämlich immer, dass sie hier so nach vorne muss. Und dann komme ich immer so näher ans Mikrofon. Und dann kriege ich so einen steifen Hals gefühlt. So, dann haben wir gesagt, gleich wieder aufräumen. Ich habe ja keine Ahnung, ne, wie lange so ein Baum im LS braucht zu wachsen, damit er fellreif ist oder wie auch immer man da dazu sagt. Vielleicht könnt ihr mir da eine kleine Info geben.
Das wäre noch ein ganz, ganz feiner Zug von euch. So, also, hoch das Ding. Also, wir müssen langsam durch, Freunde. Habt ihr das gesehen? So ein bisschen Erdmännchen hat er gerade gemacht. So. Also, gehen wir mal raus. Und dann kann ich euch auch so ein bisschen die Geschichte näher bringen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe mit diesem Gebiet. Es geht, na klar, nicht hundertprozentig. Ne? Das möchte ich an der Stelle gleich mal erwähnen. Das ist so ein bisschen technisch die Krux am LS, dass wenn ein Baum entweder zu tief sitzt oder auf dem Boden liegt, dann kannst du da nicht vernünftig damit arbeiten, was jetzt das Fällen etc. angeht. Aber wir können uns zumindest so ein bisschen was zusammenreimen und so ein bisschen RP-Charakter oder so Geschichte mit reinbringen, was das Ganze, glaube ich, ganz interessant machen wird. So, wir fahren lieber mal ein Muckersägele langsam raus. Ich habe keine Lust, hier nachher irgendwo einen Abflug zu machen. Wie schaltet man das Ding an? Wie nimmt man die Dinger raus? Ich weiß es nicht. Oh, was habe ich mir nur dabei gedacht? Freunde, Freunde, Freunde. So, also ihr hättet einmal die Wahl, na klar, das kleine Waldgebiet hier vorne. Das können wir uns dann bei Gelegenheit auch gerne mal noch zulegen. Sollte das je zu lange dauern mit den Bäumen. Mein Gedanke ist aber eher hier hinten. Im hinteren Bereich das Ganze wieder so ein bisschen aufforsten. Ne? Da ist der Sturm durch, das ist kaputt und das tun wir jetzt sozusagen wieder aufforsten. So, und dann gehen wir mal weiter rein. In den hinteren Bereich. Fangen wir erstmal ein bisschen außerhalb an, wo wir dann nicht in Not das Ding niederfahren wieder. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier eine Spur ziehen hätte müssen. Ich würde jetzt halt gern irgendwie so einen einzelnen Baum hier reinpflanzen. Das wäre jetzt so meine Intention von dem Ganzen. Wir könnten ja mal übers F1-Menü schauen. Pflanzmaschine anschalten, das ist schon mal gut. Motorleistung reicht für dieses Gerät nicht aus. What? Das hätte ich mal früher sagen können, weiter. Wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt ist es ein bisschen lauter. Bitte? Hier mit dem Brüllaffe unterwegs. So, der hat auf jeden Fall wesentlich mehr PS. Hört man vielleicht auch, ne? So, der. Oh nein! Hat er nicht getan, ne? Verdammt. Kann ich das irgendwie rauscutten? Nein, kann ich nicht. Himmel, Arsch und Zwirn. Spitzermäßige Folge. Spitzermäßig. Das ist heute wieder reinste Slapstick, oder? Aber ich habe es ja schon gesagt, schon in den letzten zwei Videos, die Aufnahmesession will mich irgendwie ärgern. Die läuft nicht so geschmeidig wie die Ellerbach. So. Versuch Nummer 3. Das muss ja Gold, Goldfichten müssen das ja werden. So. Ich heb's hier trotzdem mal noch kurz an, dann anschalten geht schon mal. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wie funktioniert das? Legt er das dann einfach in eine Reihe rein? Es gibt zu viele Bäume, bitte Fälle zuerst rein. Okay, wir brauchen more trees.
10 years later. So, neuer Versuch. Anschalten. So, ich will mal das von außen anschauen. Denn ich will eigentlich immer nur mal einen setzen. Hat er jetzt einen schon gesetzt? Ich glaube ja, ne? Der hat jetzt hier einen gepflanzt. So ein bisschen auf den freien Stellen, wisst ihr? Zack. So habe ich mir das vorgestellt. Hin. Zack. Ui, den hat er aber schräg reingesetzt. Das ist normal. Können wir hier vorne nochmal einen hinsetzen. Da bin ich echt gespannt, wie schnell das geht. Dass sie wachsen. Also ich hoffe, ihr feiert so ein bisschen die Idee dahinter mit diesem Waldstück, dass wir das einfach wieder so richtig schön aufforsten. Es ist ja klar, jetzt so ein bisschen Aufwand, hoch, runter, hoch, runter. So, lass uns mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Und vielleicht können wir hier noch so ein kleines Shot machen. Weil ich glaube, das wäre ein bisschen nachvollziehbarer, was wir da tun, oder? Vielleicht irgendwie so. Druck. Oh, ich bin so gespannt, wie das geht. Wo sind die Schnuckis? Hier. Da muss ich ja nichts machen, ne? Die wachsen doch einfach so. Oh, da fiebere ich jetzt aber so richtig mit. So, du hast na klar hier das Thema, ne? Dass du diese hier nicht wegkriegst. Das ist klar. Das ist halt die Thematik, wo ich euch gesagt habe, zu tief im Boden oder so liegend, das mag der LS nicht da. So. Tun wir der Natur was Gutes. Sehr schön. Also bisher funktioniert es eigentlich ganz gut, bis auf die drei Aussetzer zu Beginn. Noch 6 Stück kriegen wir unter. Hier ist es ganz schön licht. Ich glaube, da können wir ein bisschen mehr reinpacken. Noch 3. Noch 2. Vorne die Einfahrt lassen wir so ein bisschen. Hier noch einen hin, dass wir auf jeden Fall hier reinkommen. Und dann setzen wir hier noch einen hin. So. Gut, mache ich mal das Loch zu. Dann hört er mich auch besser. Es ist jetzt na klar fraglich, das testen wir aber beim nächsten Mal. Was kann ich hier noch absägen, zum Beispiel die Baumstümpfe, kann ich die ausfräsen oder so? Das schauen wir uns dann bei Gelegenheit mal an. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch schon mal zufrieden. Der Grundplan funktioniert bis jetzt. Wir schauen mal, was dabei rumkommt. Bisschen chaotisch zu Beginn.
Das ist leider der große Stern über diese Aufnahmesession, aber es läuft. Und in dem Sinn würde ich sagen, Mission complete, zumindest bis jetzt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier auf der Oberschwaben. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.